Liebe Stadionfreunde, heute ist der 4. November. Morgen wird hier die Hölle los sein. Hannover 96 empfängt Eintracht Braunschweig. Meine Prediction ist übrigens, liebe Braunschweiger, nicht falsch verstehen, aber seit Tagen habe ich in mir ein 5:0 für Hannover. Ja, vor einigen Wochen hat man gemerkt, dass das Derby immer näher rückt. Die gegenseitigen Fanprovokationen hatten schon angefangen. Zum Beispiel in Kaiserslautern haben die Hannover Ultra-Fans im Block ein Graffiti gesprüht mit einer Botschaft an Braunschweig, was ich hier jetzt nicht aussprechen werde. Und dann ging es weiter, dass Züge besprüht wurden, gegenseitig von Hannover-Fans, von Braunschweig-Fans. Und das Finale war dann in Elversberg. Im Spiel Hannover gegen Magdeburg übrigens, da waren wir auch dabei, das Video könnt ihr euch gerne anschauen, haben die 96-Fans parallel, wo das Spiel Braunschweig gegen Elversberg stattfand, durch eine Fernzündung Pyros, also roten Rauch, gezündet. Und ich bin mir sicher, dass die Braunschweig-Fans das auf sich nicht sitzen lassen werden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie morgen die Stimmung wird. Übrigens, es war eine große Choreografie geplant von den 96 Ultra-Fans. Das wurde aber vor 2 Tagen abgesagt. Der Verein hat sich wohl quergestellt bei der Organisation. So, jetzt haben wir genug gesprochen. Morgen werden wir sehen, was passieren wird. Also, wir sehen uns morgen. Ciao! Guten Morgen, heute ist Derby-Tag. Wir starten mit einem Fanmarsch. Keiner macht während des Spiels auch nur die kleinste Pause! Haben wir uns verstanden? Nils, wann kommen die Pyros? Ja, völlig verrückt, was hier abgeht. Ich konnte nicht viel reden, also ich habe ein bisschen den Fanmarsch genossen. Ich hoffe, ihr auch. War wieder Wahnsinnsstimmung. Wir machen auf jeden Fall gut Feuer, wie man wieder sieht. Und ich freue mich schon auf die Stimmung im Stadion, also, und auf das Spiel vor allem. Lass uns reingehen. Ich frage mich aber, wann kommt die Pyros? So, wir haben wieder Fritz Walter Wetter. Wir sind wieder angekommen. Und jetzt fehlt nur noch eine Sache. Die Prediction von Eddie. Eddie! Wieder der Klassiker. Hi. Deine Prediction für heute? 2:0. Alles klar, Dankeschön. Was sonst, ne? Jetzt haben wir die Prediction erhalten und jetzt machen wir uns auf zu unseren Plätzen. Bis gleich. Das ist heute unsere Aussicht auf das Spiel. Heute ist es etwas kühler, aber nach diesem Fanmarsch muss ich zugeben, ich schwitze wie verrückt. Mir ist total warm. WSV-Fan 1 ist einfach da. Was hier gerade abgeht und das Spiel hat noch nicht mal angefangen. Die Pyros! Da wird gleich was kommen. Meine Stimme ist schon...
schon jetzt weg. Ich bin gespannt, was jetzt gleich passieren wird. 96! Alte Liebe! Wir fragen uns natürlich, wann kommen die Pyros? Bitte unterlasst das Abbrennen. Ja, eigentlich sollte das Spiel beginnen, aber wie ihr seht, sieht man gerade überhaupt nichts. Einfach nichts. So wie es aussieht, kommt gleich wieder etwas. Thank you.
von Feuerwerkskörpern Richtung Platz. Bitte unterlassen auf den Platz. Ihr seht, wird jetzt... Erste Halbzeit ist vorbei, 96 führt mit 2-0 und ich kann gar nicht mehr schreien, meine Stimme ist weg und beim Elfmeter bin ich kurz ohnmächtig geworden und ja, Hannover ist das spielbestimmte Team, Nils, löse mich ab. Ja, Stimmung ist Wahnsinn, macht mega Spaß das Spiel zu schauen, wir als Hannover-Sympathisanten jetzt hier natürlich zwei wundervolle Tore gesehen, ein Elfmeter, der zurechtgegeben wurde. Man müsste als Hannover vielleicht noch etwas mehr die Außen mit einbeziehen, weil wenn die schnellen Außen ins Laufen kommen, wird es wirklich gefährlich. So ist ja auch das 1-0, sage ich mal, gefallen. Also ich bin gespannt auf die zweite Halbzeit, was Braunschweig jetzt noch entgegenzusetzen hat und durch vielleicht den einen oder anderen Wechsel für frischen Wind sorgt. Ja, also, gleich fängt die zweite Halbzeit an und wir fragen uns natürlich, wann endlich die Pyros kommen. Bis gleich. Liebe 96-Fans, jetzt geht es in die zweite 45 Minuten. Auf die... Danke! Bitte! Das Abschießen von Feuerwerkskörpern.
Doch, kein Tor. Wurde wegen Abseits zurückgezogen. Der überträgt 6 Minuten. Sieger, hey! Hey! Der Sieger, der Sieger, hey! Hey! Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.